So, ja, Koffer sind gepackt. Es geht jetzt los zur Polaris. Und dann schauen wir mal, was in Hamburg so abgeht. Ja, ich bin jetzt hier mitten in der Pampa und warte gerade auf den Flixtrain. Irgendwie viel Verwirrung hier, weil nirgendwo wirklich gut was ausgeschildert ist. Und ja, naja, ich bin jetzt wohl am richtigen Gleis und der hat auch nur 25 Minuten Verspätung. Egal, das sitzt schon im Zug. Ich stoße dann gleich dazu und ja, bis jetzt läuft. So, da wären wir jetzt im Hotel. Ja, ist halt jetzt hier nichts Weltbewegendes. So, mal ein bisschen zeigen. Nichts Weltbewegendes. Aber reicht auf jeden Fall. Prima Aussicht. Aha. Aber ja. Jedenfalls, wir sind gut angekommen, hatten ein bisschen Tumult unterwegs. Irgendwie wurde die Notbremse am Zug ausgelöst, hatten eine Stunde Verspätung. Aber wir sind jetzt da, werden jetzt gleich nach Lübeck rüberfahren. Da werden wir heute das erste Treffen, das erste Community-Treffen haben, gehen da schön zusammen essen und dann gucken wir mal, was so die 5 Tage hier bringen. So, erste Nacht überstanden. Erster Redeversuch am Morgen. War gestern ein schöner Abend in Lübeck. Haben uns mit dem, ja, waren zu sechs halt gestern noch schön essen. Und wie jedes Jahr, okay, kann man fast schon so sagen, wie letztes Jahr halt auch, da im Dollar Bowl. Und ja, war ein echt toller Abend. Ja, jetzt heißt es runter, frühstücken, Güster wartet schon. Ja. Und dann Richtung Polaris. So, ja, Freitag der 13. ist vorbei. Wir hatten einen turbulenten Tag auf der Polaris gehabt. Ja, ich habe es nicht geschafft, eine Treppe zu laufen und bin gestürzt. Aber ansonsten war es trotzdem ein ganz schöner Tag. Wir haben, ja, wir sind viel rumgelaufen, haben viele Leute getroffen. Es waren super schön, auch mal wieder den einen oder anderen zu treffen. Ja, etwas wirklich heute. Den einen oder anderen zu treffen, den du auch noch bisher nie gesehen hattest. Waren hinterher noch schön essen, Burger essen, war super lecker. Und ja, jetzt gucken wir mal, was der Samstag so bietet. Ich werde heute wahrscheinlich die meiste Zeit auf der Speedrun Stage sein, da. So, bei der Speedrun Stage nicht auf. Und ja, mir da die Runs anschauen und ja, mal schauen, was sonst noch so gibt. Heute Abend gehen wir dann zum Vietnamesen. Wir haben einen Tisch für 11 Personen reserviert. Ich bin mal echt gespannt, wie der so ist. Ich war noch nie bei einem Vietnamesen essen. Mal was Neues ausprobieren. Gut. Also ich glaube, 100 Leute zeigen auf dich. Was bedeutet das?
Du hast auch nur einen Versuch. Das ist wahrscheinlich die absolute Maschine jetzt. Hallo. Maschine würde ich jetzt nicht sagen, aber... Hallo, du bist also nicht die Maschine. Hat sich verdreht. Aber es wollten ziemlich viele, dass du nach vorne kommst. Ja. Hi, wer bist du? Luriel. Wie heißt du? Luriel. Luriel, hi. Ich bin hi. Dennis. Ja, du hast das Level jetzt ordentlich angeguckt, ne? Aber du hast nur einen Versuch. An. Tut mir sehr leid. Aber es kann ja auch einfach ein guter Versuch sein, das reicht ja. Ja. Ja, wenn du ready bist, dann zähl dich selber rein. Okay. 3, 2, 1, go. Ja, ich habe mich verdrückt. Macht nix. Nochmal. 3, 2, 1, go. Okay. Ein Versuch. Ach, Mist. War schon sehr gut. Ist eine 20er Tür. Und 32,69, also für einen Versuch. Dafür, dass ich so selten spiele? Ja, ich hätte auch das Gefühl, wenn da noch ein paar gekommen wären. Man muss sich ja immer auch eigentlich erstmal dran gewöhnen, aber es war schon sehr stark. Ja, kurzes Vergnügen, aber nimm dir noch ein paar Sticker und ich wünsche dir viel Spaß noch auf der Messe. Ich wollte mich auf jeden Fall auch nochmal bei euch allen einzeln bedanken. Super cool, dass ihr das mitgemacht habt. Danke, großen Applaus. Abschließend kann ich nur sagen, die Polaris war mega, mega geil. Es war eine super coole Zeit und ich möchte mich einfach mal bei allen bedanken, die eben diese 5 Tage, die ich in Hamburg war, so, ja, erinnerungsvoll und so wahnsinnig toll gemacht. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Recap hier zu Polaris gefallen. Ich habe die letzten Tage leider wenig geschafft, da noch selber so live in die Kamera zu vloggen. Aber ja, ich war einfach irgendwann fertig. Einfach nur fertig. Ich hatte echt viel Stimme verloren und dachte mir, dann finde ich lieber hier zurück in Dortmund wieder meine abschließenden Worte. Dann, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht, den Abo-Button zu drücken. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.